Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute heißt es And the Book Oscars Goes To. Theoretisch ist die Film-Oscar-Verleihung ja immer im Februar. Ich glaube aber, ähnlich wie im letzten Jahr, dass sie dieses Jahr auch erst im März stattfinden wird. Ich möchte aber nochmal ein bisschen gemeinsam mit euch auf mein letztes Lesejahr blicken, mit einigen spannenden Kategorien und auch vielleicht ungewöhnlichen Fragen und einfach mal sehen, welche Bücher, und da stehen hier eine ganze Menge neben mir, ja, so in Erinnerung geblieben sind. Ihr findet die Fragen unten in der Infobox und ich verpacke auch unten die Bücher, wenn euch dafür irgendeins noch interessiert. Ich kann euch sagen, es gibt zwei, drei Kandidaten, die öfter sozusagen einen Oscar bekommen, aber ja, dann natürlich auch absolut verdient. Es sind insgesamt 14 Fragen. Ich glaube, wir haben bei zwei Fragen aber auch zwei Antworten, aber ja, das soll uns ja nicht kümmern. Ich bin gespannt, vielleicht wollt ihr ja in den Kommentaren auch gerne mitmachen. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn bei der einen oder anderen Kategorie auch von euch ein Favorit mit dabei ist. Wir starten mit der ersten Kategorie und das ist der beste Schauspieler, also der beste männliche Protagonist, und da kann es im letzten Jahr eigentlich nur einen geben, nämlich Kian aus Insani von Kerstin Merkel. Ein Protagonist, der mich ja sehr, sehr bewegt hat, der mich in seiner Geschichte mitgerissen hat, der, wie er war, einfach so diese hoffnungslose Traurigkeit, aber auch hoffnungslose Verzweiflung und trotz allem, was irgendwie ja mit ihm passiert ist, wie er behandelt wurde, eben weil er anders ist als andere in dieser Geschichte. Das hat Kerstin Merkel wunderbarst geschrieben. Überhaupt dieses ganze Buch hat mich sehr, sehr begeistert, sehr gefesselt, sehr mitgerissen. Für mich wirklich ganz, ganz tolle High Fantasy. Und Kian, ach, ja, ich muss sagen, ja. Also ich habe da mein Herz tatsächlich verloren. Er war sehr eindrücklich, er hatte eine tolle Entwicklung in der Geschichte, er hat wunderbar agiert mit anderen Charakteren und auch, ja, worüber er nachdachte, wie er Dinge formulierte. Also natürlich hat es Kerstin Merkel für ihn formuliert, aber ihr wisst jetzt, wie ich das meine. Ja, großes, großes Kino, war wirklich ein ganz tolles Buch und Kian ist mir da wirklich sehr, sehr ans Herz gegangen. Und ja, es gibt so manche Nacht, wo ich mit ihm noch gemeinsam durch Wälder reite und ja, also das wirklich top. Das hat mich voll begeistert und überzeugt. Nach dem Schauspieler geht es jetzt natürlich um die beste Schauspielerin und das ist eben dann die beste weibliche Protagonistin in einem Buch. Und da gab es ein paar mehr zur Auswahl. Ich habe mich dann aber für Eddie LaRue aus dem gleichnamigen Buch, sozusagen Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue, entschieden von V.E. Schwab. Ein Buch, was mich im letzten Jahr mehr als begeistert hat, wirklich mich umgehauen hat und auch von der Geschichte, dass eben Eddie LaRue eigentlich so ewig leben möchte oder eigentlich möchte sie sterben, geht aber dann den Deal ein und darf ein Leben der Unendlichkeit führen. Allerdings eben, ja, wird sie vergessen, sobald sie den Raum verlässt oder jemand anders. Und man meint, es lebt sich dadurch vielleicht einfacher, aber es ist eben gar nicht so einfach, wenn so gar keine menschlichen Beziehungen irgendwie geführt werden können. Und als dann die Entwicklung kommt, dass sich eben doch jemand an sie erinnert, macht das auch etwas mit Eddie. Und für mich war sie eine starke Protagonistin, die immer wieder auch mit ihrer eigenen Entscheidung gehadert hat, dann aber auch wieder gesagt hat, sie lebt jetzt irgendwie ihr Leben und dann wieder das Beste daraus gemacht hat. Und diese Unterschiede sind sehr, sehr deutlich. Ich mochte ihre Gedankengänge, wie sie die Geschichte, also die echte Geschichte sozusagen historisch betrachtet, erlebt hat, welche Dinge sie uns erzählt hat, wo sie uns mitgenommen hat. Nicht jede Entscheidung war klug, aber wer trifft schon jeden Tag gute und kluge Entscheidungen? Und das hat sich so für mich sehr authentisch angefühlt und sie hat uns wirklich wunderbarst durch ihr Leben mitgenommen und auch zu dem Zeitpunkt, wo es sich dann eben wendet und sich jemand an sie erinnert, hat sie auch nochmal eine ganz, ganz, ganz tolle Entwicklung und ja, mitgemacht und das hat mich wirklich sehr begeistert, sehr eindrücklich. Für mich ist Eddie LaRue wirklich auch ein Charakter, der den Oscar eben einfach verdient hat. Und dementsprechend bekommt sie ihn dann auch für dieses Buch. Der dritte Oscar beschäftigt sich mit der besten Kameraführung und ist der beste Plot-Twist bzw. eine beste unerwartete Wendung.
Und da habe ich so ein bisschen bei den Thrillern überlegt und muss wirklich sagen, dass für mich der Tausch von Julie Clark hier wirklich wahnsinnig tolle Wendungen hatte. Ich habe das Buch aktuell, glaube ich, verliehen und weitergegeben, aber mir hat es im letzten Jahr sehr, sehr gut gefallen und ich freue mich dieses Jahr schon auf das neue Buch von Julie Clark. Wir haben hier zwei Frauen, deren Ausgangssituation ist, dass sie am Flughafen sitzen, beide irgendwie nicht ganz glücklich mit ihrem Leben, so wie sie es jetzt leben, dann sich entschließen, ihre Flugtickets zu tauschen und jeder geht dann so seinen Weg und wir erfahren dann eben mit Rückblicken und aber auch indem wir trotzdem in der Gegenwart sind, die Geschichte der beiden Frauen, was sie dazu bewegt hat, warum sie die Tickets getauscht haben, was sie sich erhofft haben, gewünscht haben. Und am Ende gibt es eine Wendung und ich habe jetzt schon von einer Freundin gehört, die konnte mit der Wendung gar nichts anfangen. Ich fand die aber großartig. Ich mochte die verschiedenen kleinen Zahnrädchen in diesem Thriller super gerne und ich mochte dann wirklich auch die Auflösung von diesem Thriller, der natürlich vielleicht schon ein bisschen zu viel des Guten ist, das möchte ich gar nicht vielleicht abtun, aber es hat sich für mich wirklich konsistent angefühlt, auch gar nicht so unrealistisch und ich fand den großartig. Ich fand diese Idee toll, ich mochte den Weg dorthin und ich fand diese kleinen Irrläufer, die wir eben hatten mit diesen Wendungen, das hat mir unfassbar gut gefallen und dann wirklich auch das Ende und das ist bei einem Thriller ja durchaus wichtig und das fand ich wirklich von der Wendungsüberraschung wirklich richtig, richtig toll und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Dann geht es um das beste Kostümdesign, das ist das beste Buchcover. Und da es ja um Bücher geht, die ich letztes Jahr gelesen habe und nicht die erschienen sind, möchte ich Grisha. Also ich liebe, liebe diese Optik dieser Hardcover-Bände. Das sind ja die ursprünglichen Bücher und ich habe alle drei von einer lieben Zuschauerin bekommen und ich habe mich so verliebt. Also ich hatte den ersten Band ertauscht, das ist er, ja, das ist auch der erste Band, den hatte ich noch ertauscht oder irgendwo günstig bekommen und ich finde die so, so, so schön und als dann eben ich diese ganze Krischer-Reihe geliebt habe und ich dann eben auch noch ganz lieb angesprochen wurde, ob ich nicht die anderen Bücher auch gerne hätte, ja, da habe ich die natürlich sehr gerne angenommen, ich finde die toll, ich finde die so, so schön von der Optik, es ist irgendwie schlicht, gleichzeitig so eindrücklich, auch wenn man sich wirklich so die Schrift anguckt. Ich finde das einfach Hammer. Ich mag dieses Aquarell. Ich mag, dass so ein bisschen erkennbar ist, wenn man die Geschichte kennt, was da gezeigt wird. Ich finde diese ganze Optik wunderschön. Und das sind für mich wirklich so mit die schönsten Cover, die ich im Regal habe und dementsprechend dann eben auch aus dem letzten Jahr. Richtig, richtig toll. Ich bin da also in alle drei Cover, wenn ich ins Regal schaue, sehr, sehr verliebt. Und das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Dann kommen wir bei der fünften Frage zu den besten Nebendarstellern, sowohl männlich als auch weiblich. Und zum einen bekommt von mir den Oscar Chauncey aus Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte. Und zwar ist Chauncey eigentlich ein Monster, wie es ja in der Geschichte um Mr. Parnassus in diesem Heim eben geht, dass da sehr spezielle Kinder sind, die nichts mit der Magie irgendwie zu tun haben, also nicht unbedingt in diese Richtung besonders sind. Und er sieht auch optisch ein bisschen merkwürdig aus und ja, man hat auch so ein paar Vorurteile ihm gegenüber, aber sein größter Traum ist es, Hotelpage zu werden, die Leute zu empfangen, ihnen die Jacken abzunehmen, ihre Wäsche zu waschen, ihnen zimmerservice-technisch Dinge aufs Zimmer zu bringen und ich habe den so ins Herz geschlossen. Also überhaupt sind hier viele Nebencharaktere, besonders die Kinder, sehr, sehr, sehr in meinem Herzen verankert, aber hier muss ich wirklich sagen, ich fand alle Szenen, wo er einfach so diese Leichtigkeit hat und eigentlich weiß, okay, ich werde wahrscheinlich nie Hotelpage, aber ich lasse mich da nicht ärgern, ich hänge an meinem Traum. Und das hat TJ Klune wirklich großartig erzählt, überhaupt die verschiedensten Kinder, wie facettenreich er die auch geschaffen hat. Und das hat mir hier auch einfach besonders gut an dem Buch gefallen und eben auch an Chauncey, dass er sich nicht hat unterkriegen lassen und für seinen Traum kämpft und das auch so liebenswürdig macht. Und ach, ich hätte ihn auch gern als Hotelpage hier. Also nicht, dass ich ein Hotel habe, aber wenn mir jemand die Tür öffnet, warum nicht, ne? Also ja,
Das muss ich ganz klar sagen. Natürlich wird auch die weibliche Nebenrolle mit einem Oscar belohnt. Und zwar wähle ich hier aus dem Buch Der Buchspazierer von Carsten Henn Sascha, ein 10-jähriges Mädchen, das eben unseren Buchspazierer ab einem gewissen Teil in der Geschichte begleitet. Und der Buchspazierer selbst ist ja... Eigentlich arbeitet er in der Buchhandlung und trägt dann eben abends immer die Bücher in der Umgebung aus, die eben bestellt wurden. Und Sascha fängt eben irgendwann an, Bücher herauszusuchen für diese Leute, wo sie glaubt, dass sie sie gebrauchen könnten, dass sie zu ihnen passt. Und auch für unseren Buchspazierer ist sie ein wichtiger Charakter. Und sie macht das mit ihren 10 Jahren richtig großartig. Also wunderbar, wie sie auf Menschen zugeht, wie sie oft... das Zwischenmenschliche erkennt, wie sie eben auch Bücher gezielt auswählt, erklären kann, warum sie glaubt, dass es passt. Man nimmt da natürlich als Bücherfan auch durchaus ein bisschen was mit. Und das hat mir unglaublich gefallen. Und ich mochte, wie sie einfach so ganz stark für ihr Alter und mit all den Problemen, die sie auch irgendwie hat, aber wie sie so an seiner Seite war und wie sie Lebensmut gibt, wie sie ja auch so diese Klarheit schafft, welche Wünsche eigentlich die Menschen haben, hat mir unglaublich gut gefallen, war sehr eindrücklich. Und auch hier freue ich mich dann schon auf das neue Buch von Carsten Henn, was ja ganz bald kommt. Der 6. Oscar geht an das beste originale Drehbuch. Hier geht es um die beste und kreativste Welt, die eben kreiert werden konnte. Und es konnte eigentlich nur ein Christoph sein. Es ist Stormdancer, der Auftakt der Trilogie rund um die Lotuskriege mit diesem wunderschönen Buchschnitt. Und aber darum soll es ja gar nicht gehen. Wahnsinn, was Jay Christoph hier für eine Welt erschaffen hat. Sie ist episch, sie ist groß, sie ist detailverliebt, sie ist aber schnelllebig. Wir haben hier ein japanisches Setting mit durchaus dem ein oder anderen Umweltproblem, mit Charakteren, die in dieser Welt perfekt agieren, hineingepasst werden und uns durch diese Welt mitnehmen. Und das finde ich immer ganz wichtig und das fand ich richtig, richtig toll. Ich liebe den Stil von Jay Christoph, also mittlerweile gehört er wirklich zu meinen liebsten Autoren im High-Fantasy-Bereich und wirklich auch die Schnelle, die er eben hat. Trotzdem nimmt er uns ausführlichst mit, beschreibt bildhaft diese erschaffene Welt, die Charaktere, die Dinge, die vorgehen, aber er weiß eben genau, wann zu viel wäre und das macht er perfekt. Ich liebe auch seinen Humor. Ich mag es, wie er den einflechtet in diese Welten und wie er eben auch immer mal so einen Kniff irgendwie hat. Ich finde das großartig. Mir hat das unfassbaren Spaß gemacht, in dieser Welt zu verweilen. Und wir haben ja jetzt auch schon den zweiten Teil gelesen. Das habt ihr in der letzten Bücherwoche gesehen. Und auch hier ist diese epische, große Welt wirklich toll präsentiert. Und das hat er wirklich einfach fantastisch gemacht. Und da hat er den Oscar absolut verdient. Der 7. Oscar geht um das beste bearbeitete Drehbuch. Hier geht es um die beste Buchverfilmung. Und man muss natürlich sagen, leider gibt es zurzeit nicht ganz so viele Buchverfilmungen, die eben neu sind. Natürlich könnte ich jetzt Harry Potter und den Herrn der Ringe anführen. Alles, was ich ja so ein bisschen im letzten Jahr gesehen habe. Es kam im letzten Jahr mit einer der wahnsinnig grandiosesten Filme in die Kinos, der eben eine Buchverfilmung ist. Und jetzt wisst ihr auch schon, es geht um Dune. Oder Dune, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und zwar ist das ja die Buchverlage von Frank Herbert. Verfilmt wurde es jetzt von Denis Villeneuve. Die Musik ist von Hans Zimmer. Und im Original hieß das Buch ja mal Der Wüstenplanet. Und mit diesem Film haben wir den ersten Teil der Geschichte präsentiert bekommen. Es wird einen zweiten Teil geben. Also man muss sich nicht wundern, warum der erste Teil so abrupt im Grunde irgendwie endet oder mitten in der Story. Es ist eben nur die erste Hälfte des Buches. Und ich fand den Film Hammer. Ich habe das Buch selbst pausiert. Ich nenne es noch nicht abgebrochen, ich nenne es pausiert. Aber... ja, es war nicht ganz meins, vielleicht auch nicht die richtige Zeit. Vielleicht probiere ich es doch mal zu lesen, anstelle zu hören. Ich möchte der Geschichte auf jeden Fall noch eine Chance geben. Es ist großartigste Science Fiction, die im Weltraum ja weitestgehend spielt, die klassische Heldenreise hat. Wir haben ja eine wahnsinnig geile Adaption, wahnsinnig tolle Schauspieler, tolle Musik, tolles Szenenbild, Schnitt. Wahnsinnig auf der großen Leinwand. Es war einfach perfekt und es hat in mir ein Gefühl von, ja, ich
kann es immer nur mit meinem ersten Eindruck aus dem Herrn der Ringe beschreiben. So ähnlich sprachlos saß ich bei Dune nun auch davor, als ich diese Welt gesehen habe, wie ich einst auch bei Herr der Ringe total staunend davor saß und dachte, oh mein Gott, das ist tatsächlich Bruchtal. Und so ging es mir bei Dune im Kino auch. Wahnsinnig toller Film. Man muss ihn eigentlich auf der großen Leinwand gesehen haben. Leider wirkt er auf dem Fernsehen nicht ganz so gut, weil es natürlich ein bisschen kleiner ist. Aber vielleicht, ich habe hier eine große Wand. Wer weiß, vielleicht baue ich mir einfach ein Homekino, um jeden Tag Dune zu sehen. Nein, also man kann ihn natürlich auf DVD, Blu-ray irgendwie sehen. Ich weiß gar nicht, ob er irgendwo streamingtechnisch schon erhältlich ist. Vielleicht irgendwie, ja, das weiß ich nicht. Aber ich finde ihn einfach großartig und für mich wirklich eine wahnsinnig tolle Buchadaption. Wo ich ja sagen muss, aktuell hat mich der Film ja mehr begeistert, als es das erste Drittel des Buches konnte. Dazu gehört natürlich auch ein bisschen was. Der achte Oscar geht an den besten Animationsfilm. Hierbei geht es um das beste Buch, welches sich gut für ein Animationsformat eignet. Und ich habe mich hier für die Nevermore-Reihe entschieden von Jessica Townsend. Eine Buchreihe, die ich im letzten Jahr weiter gelesen habe. Wir haben hier ja eher ein Kinderbuch, was wirklich so ein bisschen diesen magischen Anteil hat, wie wir ihn vielleicht auch bei Harry Potter mögen. Und es gibt mittlerweile, glaube ich, im Deutschen 3 Bände, die ich auch alle gelesen habe. Also alles, was es im Deutschen gibt, habe ich gelesen. Und ich kann mir das animiert wunderbarst vorstellen. Also sobald wir nach Nevermore kommen, in diese magische Welt, in dieses magische Haus, wir die verschiedensten Fahrzeuge haben, die wir sehen, verschiedenste Wesen, die uns gezeigt werden, wenn es im ersten Teil dann noch um den Wettbewerb geht, um die Schule geht, wir da auch weiterführend sind. Ich kann mir das animiert wunderbarst vorstellen, weil ich einfach glaube, dass das mit echten Figuren nicht so funktionieren würde, diese Magie so einzufangen oder auch die Orte, und ich mir das einfach animiert perfekt vorstellen kann. Ein richtig, richtig tolles Kinderbuch, eine Kinderbuchreihe, die mich wirklich umgehauen hat, die fantasievoll ist, die innovativ ist, die wirklich auch so die richtigen Schalter drückt, damit sie eben auch bei mir als jetzt nicht mehr ganz so junges Kind funktioniert. Und ich hatte da großen, großen Spaß und kann mir das wirklich wunderbarst animiert auch vorstellen und freue mich da auf die weiteren Teile. Dann kommen wir zum besten Filmregisseur und das ist die beste Autorenentdeckung aus dem letzten Jahr. Und ich konnte mich da nicht entscheiden und muss es zum Glück auch gar nicht, denn ich führe an Leigh Bardugo mit der ganzen Krischer-Welt. Ich habe ja die 3 Krischer-Bände gelesen, die Dialogie um die Krähen, die Dialogie um Nikolai. Und ich habe das sehr, sehr, sehr geliebt, mit Ausnahme vom ersten Teil der Nikolai-Dialogie. Das war so. Aber Leigh Bardugo, für mich eine Entdeckung. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt, ob wir uns weiter in diesem Krischer-Universum aufhalten oder ob es auch mal in eine andere Richtung geht. Da habe ich mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Und dann zeigen wir mal ein anderes Buch der zweiten Autorin und das ist einfach Wie I. Schwab, von der ich eben die Trilogie hier gelesen habe. Das ist ja die Weltenwanderer-Trilogie, von der ich Eddie LaRue gelesen habe und auch Vicious und Vengeful, die Dialogie, und ich das wirklich einfach nur geliebt habe. Ich mag ihren Stil, ich mag die Art, wie sie Welten zeichnet, wie sie Charakter schafft, wie sie Spannung erzeugt, wie sie innovative Ideen hat, und das ist ja bei Grischer theoretisch auch gar nichts anderes. Leigh Bardugo hier wirklich mit Jugend, High Fantasy, die wirklich großartig ist, die nicht so klischeebeladen ist, die natürlich schon ein bisschen anders funktioniert als, ich sag's mal, erwachsene Fantasy, aber beides Autorinnen, die mich mehr als begeistert haben und absolut auch den Oscar verdient haben. Ich verliere hier mal langsam den Überblick über all die Bücher. Dann geht es um die besten visuellen Effekte und das ist das Buch, welches die besten Action-Sequenzen beinhaltet. Und auch hier wird nochmal Jay Kristoff zusammen mit Amy Kaufman gewürdigt und zwar in Aurora erwacht. Der Auftakt einer Science-Fiction-Trilogie, die auch ein bisschen jünger daherkommt, also durchaus Science-Fiction für Jugendliche ist, ich denke so ab 14, durchaus lesbar. Wir hier im Weltraum unterwegs sind, wir eine Geschichte haben von verschiedensten Charakteren, die alle unterschiedliche Motivationen haben, um eben auf diesem Raumschiff, wo sie sich befinden, jetzt der Mission beizustehen. Wir wahnsinnig tolle Charaktere haben, eine Welt haben, die eben im Weltraum spielt, die uns zeigt, wie es auf verschiedenen Planeten zugeht, wie es auf einem Raumschiff zugeht. Es ist nicht zu technisch, es hat Humor,
es hat viel Humor und es hat einfach großen Spaß gemacht. Und es hatte die, also wirklich wahnsinnig tolle Action-Sequenzen, die eben besonders Spaß machen, wenn wir zu Punkten in der Geschichte kommen, die ich gar nicht spoilern möchte, die eher dann so ab der Mitte passieren. Also ganz egal, ob das Verfolgungsjagden sind, Kampfszenen sind, ob das auch das ein oder andere, was es um Aurora zu entdecken gibt, ist. Ich fand das so spannend und actiongeladen und so toll rübergebracht und das wirklich auch immer mit dieser Brise des besonderen Humors, den Christoph hat, und ich finde, das haben beide wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ich freue mich jetzt auf den zweiten Band und dann ja auch in diesem Jahr noch auf den dritten und glaube, wenn die genauso toll sind wie der erste, wird das eine wahnsinnig geile Trilogie. Und ja, das Wort geil ist heute ein bisschen öfter gefallen, aber es geht ja auch um richtig tolle Bücher. Ich glaube, da darf man das auch mal verwenden. Dann kommen wir zum besten Soundtrack, die beste Vertonung eines Buches. Also es gab natürlich einige Hörgenüsse in diesem Jahr. Die Playlist findet ihr unten auch immer in der Infobox. Aber wenn ein Autor selbst liest und Harpe Kerkeling heißt, dann kann es eigentlich nur Pfoten vom Tisch sein. Die Geschichte rund um Harpe Kerkeling und seine Katzen, selbst von ihm vertont, hat mir einfach großen Spaß gemacht. Ich höre ihn immer wieder gerne zu, egal ob es das der Jakobsweg ist, ob es der Junge muss an die frische Luft war. Jakobsweg habe ich schon 4 oder 5 Mal gehört, Pfoten vom Tisch bisher nur einmal. Ich hatte großen, großen Spaß, wie er das einfach vertont, wie er seine Geschichte erzählt, wie er eben seine Anekdoten aus dem Leben auch erzählt und das alles gespickt mit dieser Liebe für Katzen und auch autobiografisch er eben Dinge erzählt, wie sein Leben gewesen ist mit Katzen, wann er welche getroffen hat, wie ja, da so wunderbare Szenen gegeben hat, aber eben auch, wie es heißt, Abschied zu nehmen. Es gibt auch einen theoretischen Teil, wo es so ein bisschen um Katzenrassen geht, Katzenfarben, die Namen, die Eigenheiten. Das fand ich auch super spannend und unterhaltsam. Und bei mir hat dieses Buch wirklich in jeder Linie gut funktioniert, mich wahnsinnig toll unterhalten. Und das ist so mein bester Soundtrack, wenn es um Hörbücher in diesem Jahr geht, wenn man da eins auswählen muss. Dann geht es um den besten Kurzfilm, und zwar die beste Kurzgeschichte bzw. Novella. Hier habe ich ein Buch mit knapp 160 Seiten gewählt, und zwar ist das Und der Ozean war unser Himmel von Patrick Ness. Ein richtig, richtig tolles Buch, was ich mir eigentlich auch noch als echtes Buch holen würde, aber bisher habe ich es nur als E-Book und ich habe es sehr geliebt. Das ist die Geschichte von Moby Dick, ein bisschen umgedreht. Wir begleiten hier nämlich Wale, die eben eher so die Jagd auf die Menschen sozusagen machen und für die eigentlich ihr Ozean endet, wo bei uns die Erde anfängt. Also wenn die nach oben schwimmen, denken die eigentlich, ihre Welt ist dann natürlich zu Ende. Und es waren wunderbare Parallelen, es war wunderbar spiegelvorgehalten für uns Menschen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, in dieser Unterwasserwelt unterwegs zu sein. Ich bin sowieso ein Meereskind und habe mich da wirklich zu Hause gefühlt und verstanden gefühlt. Und es war eine spannende Geschichte, die wirklich philosophisch erzählt wurde, die eben auch poetisch vom Schreibstil war, und das hat Patrick Ness wirklich richtig toll gemacht. Es war wirklich eine Geschichte, die mir sehr zu Herzen gegangen ist und die eben als Kurzgeschichte auch wunderbarst funktioniert hat und hier dann eben auch bei den Oscars nicht fehlen darf. Die 13. Kategorie beschäftigt sich dann mit dem besten Bild. Das ist das beste alleinstehende Buch und das ist natürlich Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte für T.J. Klun. Ein Buch, was mich im letzten Jahr mehr als begeistert und berührt hat, emotional zum Weinen, zum Lachen, zum Schmunzeln gebracht hat, mich gepackt hat, wirklich mir vieles gezeigt hat, mir viele Dinge vorgelebt hat, wo ich einfach sage, ich habe das so fühlen können, mitgehen können. Ich fand das einfach nur großartig und für mich wirklich ein Buch, was wunderbarst für jeden, für meine Begrifflichkeit funktioniert. Ich es im letzten Jahr auch 3-mal verschenkt habe. Bisher hat sich noch keiner beschwert, dass es nicht irgendwie ein guter Griff war. Und wir einfach hier die Linus kennenlernen, der eben dieses Heim von diesen begabten Kindern anschauen muss, auf Mr. Parnassus trifft, auf verschiedenste Kindercharaktere, auf ein Dorf, was ihm überhaupt nicht tolerant ist. Und ach, es hat einfach Spaß gemacht. Es hat einfach Spaß gemacht. Es hat so viele wichtige Nachrichten von Toleranz, von sei wie du bist, von Selbstliebe, von finde dein Glück einfach in dir mit deinen Ideen und nicht das Glück irgendwie im Außen. Und ich fand es einfach Hammer. Mir hat es unfassbar gut gefallen. Und das war auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass ich es gelesen oder gehört habe. Das ruft definitiv nach einem baldigen Reread, vielleicht ja tatsächlich im nächsten Jahr. Und ich freue mich auch auf das neue Buch von T.J. Klun, was ja jetzt dann auch irgendwann in diesem Jahr kommt.
Und die letzte Oscar-Kategorie ist dann die beste Dokumentation. Das ist entweder ein historischer Roman bzw. Non-Fiction. Und ja, es muss einfach Mission Erde sein von Robert Mark Lehmann, so rum. Entschuldigung. Ja, und einfach, weil er so viel im letzten Jahr in mir ausgelöst hat zum Thema Tierschutz, Umweltschutz. Ich seinen YouTube-Kanal wirklich jedes Video mir anschaue, ich dort auch Kanalmitglied bin, ich das Buch sehr genossen habe, ich mit ihm hier unterwegs war, verschiedenste Stationen mir angeschaut habe. Wir waren auf gefährlicher Mission, wir waren bei Papierhain, wir waren auf Sumatra, bei Borneo, es geht um Orcas, es geht um Haie und Haie, ach das ist ja sowieso, also alles im Wasser, einmal Haie tauchen. Ah, da wäre ich sofort dabei. Und er uns eben einfach zeigt, ja, im Grunde ist die Erde schon irgendwie zerstört und wir eigentlich nur noch sagen können, wie schlimm wird's denn? Und er einfach Dinge aufzeigt, zum Nachdenken bringt und das auf eine sehr leidenschaftliche Art und Weise, auf eine sehr ruppige Art, wahrscheinlich auch an mancher Stelle. Ich glaube, das mag auch nicht jeder, könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber der in mir eben all das, was so ein bisschen... ja, nicht nach hinten gefallen ist, aber all das wieder vorbringen, wofür ich früher auch mal sehr leidenschaftlich gekämpft habe, bis ich dieses Feuer nicht mehr gespürt habe, bis ich dachte, ich mag hier nicht mehr mit Leuten diskutieren, ich mag nicht mehr aufklären, ich mache mein Ding, ich mache das so gut, wie ich kann, wie ich möchte und ich gar nicht mehr jemanden bekehren möchte, ich hatte da irgendwann keine Kraft mehr und ja, Robert Mark Lehmann zeigt mir eben schon, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen, den Mund aufzumachen, nicht sich irgendwie unterkriegen zu lassen und dabei geht es nicht mal um Konflikte oder Streitereien, es fehlt einem oder mir eben manchmal auch einfach die Energie, um wieder eine Diskussion über irgendwas aufzumachen und ja, dementsprechend hat er hier in mir ein Feuer entfacht, das so langsam immer größer wird und ich einfach auch Lust habe, über diese ernsten Themen zu sprechen, aufzuklären, mitzunehmen und da ist dieses Buch einfach ein toller Einstieg, plus eben dann auch seinen YouTube-Kanal, den ich wirklich empfehlen kann. Und ja, wenn ein Buch so viel in einem bewegt und auch wenn man vieles oder ich vieles schon wusste und auch viele Dinge schon aus Überzeugung richtig mache, dass eben die Welt, dass die Tiere nicht darunter leiden, ist es immer noch mal was anderes, es nur für sich zu machen oder es eben auch auszusprechen und Leuten vielleicht auch eine Inspiration zu sein. Und das ist, glaube ich, Robert Mark Lehmann. Und ja, also absolute Empfehlung, musste auch einfach einen Oscar gewinnen. Und das waren sie jetzt auch schon, die Oscars für das Jahr 2021. Bin sehr gespannt, was wir im nächsten Jahr sehen, wenn dann die neuen Oscars da sind. Ich bin super neugierig, ob eins der Bücher vielleicht auch von euch ein Highlight war und einen Oscar bekommt oder welche Bücher ihr gerne einen Oscar verleihen möchtet. Gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr freuen über den Austausch. Alle Bücher und Fragen unten in der Infobox, schaut da auch super gerne mal vorbei. Und das war sie nun, die Buch-Oscar-Verleihung für das Jahr 2021. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, mal wieder all die tollen Bücher, die hier jetzt ganz unordentlich aus ihrem Regal genommen wurden, liegen zu haben. Ist schon Wahnsinn, was das für ein Stapel ist. Und ja, hat mir auf jeden Fall Freude gemacht, nochmal so auf das letzte Lesejahr zu blicken und zu sehen, welche tolle Bücher und Reihen und ja, auch mit Dune, welchen tollen Film man gesehen hat und ja, das auf jeden Fall Spaß macht. Ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, bis zum nächsten Video, macht's gut, tschüss, eure Steffi.